Uns werden rund 400 Fans morgen Abend nach Hamburg begleiten und anfeuern. Schiedsrichter am Abend ist Sascha Stegemann, kommt aus Niederkassel. Assistenten sind Florian Steuer, Torben Sieber und Bibiana Steinhaus als vierte Offizielle. Ansonsten begrüße ich ganz herzlich unseren Trainer Frank Kramer. Ruben Schröder dürfen wir entschuldigen, der ist schon in Hamburg. Von daher lässt er sich heute entschuldigen. Aber Frank, machen wir bei dir weiter. Und ich bitte dich wie immer um deinen Ausblick auf die morgige Partie. Das ist schade, ne? Weil normalerweise nimmt mir der Ruben immer einen ganzen Haufen Arbeit immer am Anfang ab. Jetzt muss ich es auch noch selber machen. Also ja, es ist natürlich im Pokal auswärts beim Hamburger SV. Das wissen wir alle, dass es eine ambitionierte Aufgabe ist, in der wir natürlich schon allein von der Konstellation her einfach Außenseiter sind. Und wir wollen natürlich trotzdem alles dran setzen, diese kleine, minimale Außenseiterchance beim Schopfe zu packen. Was sicherlich nicht einfach wird, das ist natürlich auch der individuellen Klasse des Hamburger SV geschuldet, auch wenn die Saison natürlich noch nicht so läuft, wie sich das der Hamburger Sportverein bislang vorstellt und sicherlich auch die Mannschaft vorstellt und auch nicht so, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Wie gesagt, nichtsdestotrotz ist es eine Mannschaft, die einfach sehr viel Qualität hat, die aus vielen verschiedenen Situationen auch Tore erzielen kann und ja, die natürlich zu Hause gegen einen Zweitligisten natürlich haushoher Favorit sind. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die natürlich auch bestrebt sind, jetzt mit einem Erfolg gegen Greuther Fürth in die Spur zu kommen, ja, um ein bisschen Rückenwind auch für die Liga zu bekommen. Das ist auch ganz klar, da werden sie alles dran setzen und wir werden alles versuchen reinzuknallen, um das zu verhindern. Personell? Ja, personell ist es so, dass der Goran Cukurlu wird nicht spielen können. Der ist gestern im Training mit dem Michael Hefele zusammengerannt bzw. zusammengeprallt. Ja, und da hat sich im Fibula-Köpfle außen hat sich einfach so ein Erguss gebildet, der ein bisschen aufs Kniegelenk drückt, weshalb er einfach da Probleme hat und nicht zur Verfügung steht. Der Mudri sitzt zwar wieder im Training, ist aber natürlicherweise jetzt nach der Zeit auch noch nicht so weit. Und ja, alles Weitere ist wie gehabt. Der Nico Kieselmann ist wieder mit am Start. Ist wieder auskuriert und damit haben wir alle anderen zur Verfügung. Vielen Dank. Eure Fragen trotz der kleinen Runde bitte. Kleines Handzeichen. Kurt Heidings. Eine Nachfrage zu Cukurlu. Ist jetzt schon klar, dass es eine vorübergehende Sache ist oder befürchten Sie auch, dass es eine längere Verletzung sein könnte? Nee. Okay. Also wir gehen ganz stark davon aus, dass es vorübergehend ist. Wie gesagt, das ist halt ein Erguss. Das Kniegelenk ist halt relativ beschränkt und begrenzt. Ja, und wenn da ein Erguss drin ist, dann drückt er auf die Beweglichkeit und dann ist es ein bisschen schlecht. Mhm. Nee, aber ansonsten ist nichts. Okay. Dann haben Sie eben gesagt, dass Nico Gieselmann wieder fit ist. Wie haben Sie die Leistung von Baba in Berlin gesehen und dürfen wir davon ausgehen, dass da jetzt auf der Position wieder ein Wechsel stattfindet oder behalten Sie die Formation, die erfolgreiche Formation bei? Ich finde, der Baba hat es gut gemacht. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. Und deswegen sehe ich jetzt nicht die großen Ansatzpunkte, in dem Bereich jetzt da einzugreifen. Hat funktioniert, man darf trotzdem nicht vergessen, dass der Nico natürlich auch eineinhalb Wochen nicht trainieren konnte. Das vergisst man immer ganz leicht, man denkt, ja, jetzt ist man wieder gesund. Gesundheit und Spielfähigkeit ist nicht gleichzusetzen. Florian Pöhmann. Erfolgreiche Formation, zweite Halbzeit aus Berlin im Nymphlo-Drinks. Eine Option für Hamburg, so anzufangen oder ist es zu offensiv? Nee, das ist eine Option. Ja, wenn man ein Pokalspiel gewinnen will, muss man auch Tore schießen. Ja, und also deshalb zu offensiv, glaube ich jetzt nicht. Also es ist absolut eine Option, klar. Das sind so diese kleinen, feinen Entscheidungen, die man dann spätestens am Spieltag treffen muss. Fürst ist erste Wahl für Cukurlu? Ja.
ja Augenzeuge beim Hamburger 0-2 gegen Werder Bremen. Was für Eindrücke hast du da gewonnen von dem Spiel? Ja, der HSV, die spielen natürlich schon auch sehr viel auf Ballbesitz. Das machen sie nach wie vor gut. Da haben sie sehr technisch sehr versierte, passsichere, ballsichere Spieler, ja, die da das Spiel von den hinteren Reihen raus versuchen sehr sicher auch aufzubauen. Ja, haben natürlich dann auch mit Van der Vaart zum Beispiel oder mit Bardelli auch Leute, die natürlich einen guten Ball spielen können. Bardelli aus der Mittelfeldreihe, aus der Sechserposition, Van der Vaart dann etwas weiter vorne. Aber das sind natürlich schon Jungs, die natürlich Überraschungseffekte immer parat haben, ja, und immer auch für den entscheidenden finalen Ball sorgen können. Und in der vorderen Linie, gut, hat jetzt von Anfang an Beister gespielt. Da könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen eine offensivere Variante kommt, so wie es auch in der zweiten Halbzeit ausgesehen hat. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass da Rudnevs oder Lasocka oder Sua, wenn man jetzt schon mal die drei nimmt, die jetzt da auf der Bank rumgehockt sind im letzten Spiel, dann kann man sich vorstellen, dass da schon Optionen da sind, die in der Bundesliga schon eigentlich wirklich gut sind. Aber bei aller Prominenz, die sich da beim HSV im Kader tummelt, müssen sie ja auch Ansatzpunkte erkannt haben, ne? Weil es läuft ja nicht beim HSV. Was sind denn die Erkenntnisse, die sie da gewonnen haben? Also Bremen hat sehr aggressiv verteidigt und hat jede Gelegenheit des schnellen Umschaltens beim Schopfe gepackt. Und da hat man dann schon gesehen, dass das Gesamtgefüge nicht ganz so stabil ist, wie das vielleicht schon der Fall war. Das ist ja auch normal, dass dann so ein kleines bisschen die Selbstsicherheit abhanden kommt, wenn man viele Misserfolge über sich ergehen lassen muss. Und dass da die Kompaktheit nicht ganz so da ist, wie das vielleicht auch letztes Jahr zum Beispiel der Fall war, das stimmt. Das Zweite ist natürlich, dass auch Bremen hat es sehr gut gemacht im Anlaufen. Das heißt, sie haben immer wieder versucht, auch den Gegner, wenn sie einen Pass nicht ganz sauber gespielt haben, sofort anzulaufen, sofort ihn unter Druck zu setzen. Und da hat der HSV dann schon Probleme gekriegt. Da haben sie relativ viel dann ihren Torwart mitnehmen müssen, der sehr guter Fußballer ist, aber der natürlich dann unter Druck auch nur die Möglichkeit hat, den Ball zu schlagen. Ja, und das hat Bremen sehr gut gemacht. Und das ist sicherlich auch was, was wir annehmen müssen, wenn wir die Möglichkeit sehen, Druck auszuüben, dann müssen wir es auch machen. Dass wir vielleicht nicht am gegnerischen 16er attackieren, das dürfte auch klar sein. Ja, definitiv. Also wenn man der Underdog ist, dann muss einem bewusst sein, dass man wahnsinnig viel investieren muss an Laufarbeit, an geduldiger Laufarbeit, dass man seine Ordnung immer beibehalten muss. Und trotzdem natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, muss man natürlich auch mutig zum gegnerischen Tor gehen, ja, um da eben auch die entsprechenden Nadelstiche auch zu setzen. Ganz sicher. Ja, das hat man schon gemerkt. Also Hamburg ist ein sehr geduldiges Publikum, die wirklich ihre Mannschaft weiter unterstützt haben auch. Aber so gewisse Unruhe hat man natürlich da schon auch feststellen können. Das ist auch ganz normal bei dem Anspruchsdenken, das da vorherrscht. Wie empfinden Sie denn als Kollege dieses Theater, was jetzt da um diese Verpflichtung von Marwijk tobt, wo man überhaupt noch nicht weiß, wie das jetzt eigentlich ausgeht? Ich denke, das ist geplant so. Also es ist ja so, dass natürlich da jetzt alles durchgespielt wird, ja, und man natürlich trotzdem jetzt gucken muss, wie kann man den Wechsel so vollziehen, dass er wirklich auch durchdacht ist, ne, dass man alles berücksichtigt. Welche Möglichkeit hätte Bert van Marwijk jetzt an einem allerhöchstens zwei Tagen jetzt auf die Mannschaft Einfluss zu nehmen? Das wäre natürlich limitiert. Ja, deswegen der Rodolfo und auch der Otto, die haben jetzt mit der Mannschaft zusammengearbeitet und wissen natürlich genau jetzt, an welchen Stellschrauben sie jetzt auch im Nachgang von dem Bremen-Spiel da zu drehen haben. Ja, wenn man jetzt da neu kommt und ja, noch gar nicht den Einblick haben kann und auch noch gar nicht den Bezug zu den Spielern haben kann, dann ist es natürlich gerade vor einem Pokalspiel immer ein bisschen schwierig, weil es sehr kurzfristig ist. Ja, und deshalb denke ich, will man ihm da etwas mehr Zeit verschaffen. Ja.
ist ein Ansatzpunkt. Aber das ist der Hamburger SV, wo man ja auch weiß, wie die Konstellation ist und dass da sicherlich das eine oder andere nach außen getragen wird, was auch eventuell intern zur internen Verwendung eventuell behandelt werden sollte. Jetzt haben wir schon viel über Außenseiter- und Favoritenrolle gehört, aber ist Fürth aus psychologischer Warte nicht absolut im Vorteil momentan? Mit so einem 4-2-Sieg im Spitzenspiel bei Union Berlin, da gewinnt man nicht mal so nebenbei. Beim HSV läuft es überhaupt nicht. Also ist von der psychologischen Warte her Fürth im Vorteil? Boah, Angst kann ja auch Beine machen. Ja, und das kann natürlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Vorteil ist. Ich denke, die sind beim Hamburger SV, das sind fast durch die Bank ganz gestandene Bundesligaspieler. Ja, klar, bei denen läuft es nicht so, aber die haben eine absolute Klasse, ja, und können dann auch den Schalter mal mit einer Aktion umlegen. Dessen muss man sich schon bewusst sein. Also wir brauchen nicht anfangen, wir tun gut daran, da demütig an solche Aufgaben ranzugehen. Ja, wir brauchen jetzt nicht anfangen, uns da mit so einer Mannschaft, mit so einem Verein da zu vergleichen. Wir freuen uns darauf, dass wir uns mit ihnen messen dürfen. Aber jeglicher Vergleich, wer da jetzt einen psychologischen Vorteil hat, ich finde, es steht uns nicht zu. Sie haben ja vorhin gesagt, die sind in der Lage, mit einer Aktion den Schalter umzulegen. Van der Vaart ist ja genau so ein Typ, der oft durchhängt, ein bisschen träge wirkt und dann aber halt den Pass spielt. Denken Sie sich für den was Besonderes aus? Fürste wäre ja zum Beispiel so ein Typ, wo man sagen könnte, der kümmert sich hauptsächlich um ihn, oder bleiben Sie einfach Ihrer Spielweise treu und sagen, keine Sonderbehandlung? Also wichtig ist ja, dass sich immer jemand um ihn kümmert. Das muss ja nicht immer der gleiche sein, ja, weil ansonsten reißt man halt auch ganz schnell seine eigene Idee auseinander. Und ja, das ist natürlich ein Ansatzpunkt, das kann man natürlich machen. Ja, aber es hat auch schon oft gegeben, dass es mehr eine Unruhe und Unordnung in die Mannschaft gebracht hat, als was man damit gewonnen hat. Also wichtig, entscheidend ist, dass man ihn natürlich im letzten Drittel permanent zu fassen bekommt. Das ist ganz wichtig, ganz klar. Weil er ja nicht nur die finalen Bälle spielt, sondern weil er halt auch selber unheimlich torgefährlich ist. Sowohl aus der zweiten Reihe als auch bei Standards oder wie auch immer. Ja, deswegen muss man ihn gemeinsam verteidigen, genauso wie den HSV auch. Als Mannschaft eigentlich. Ja, und es wird ja auch nicht ausbleiben, dass sie einfach ihre Klasse dann in einem 1 gegen 1 einmal durchsetzen können oder dass sie mal einen schnellen Doppelpass spielen, wo dann mal einer von uns raus ist und dann sind alle anderen gefordert, das Ding dann auch wieder einzufangen. Auch da brauchen wir uns nichts vormachen. Das geht nur übers Kollektiv. Das muss funktionieren. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Gut, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Kommen. Wünschen einen schönen Nachmittag allen, die morgen dann mitfahren, eine gute Anreise, und ansonsten nächste Pressekonferenz dann am Freitag vor dem Spiel gegen Dresden. Schon mal als Vorabinfo. Danke. Ja,